Ach, wie fröhlich die Musik doch ist, oder? Aber wir wissen alle, dass ich gleich den Arsch aufgerissen bekomme. Auf der zweiten Insel von Cuphead. Let's go! Freut mich auf jeden Fall, dass euch die emotionalen Outtakes gefallen haben. Ich war ziemlich am Verzweifeln bei diesen Fröschen, das sind ziemliche Arschgeigen. Und hier habe ich mich jetzt schon mal ausgerüstet mit dieser Waffe hier. Der Bumerang ist, glaube ich, ganz gut gegen diese Frau Baroness. Und was diese auf Expert drauf hat, das sehen wir jetzt. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Soweit ich weiß, haben die einzelnen Bosse, die aus ihr kommen, viel mehr Leben und sind auch schneller unterwegs. Jupp, ich meine, allgemein ist er schnell unterwegs, aber der hier ist zu schnell unterwegs. So, setzen wir mal unsere Ult ein. Den pinken Kollegen würde ich gerne einmal parryen, danke. Sehr schön. So, jetzt schön mit dem Bumerang kämpfen. Erwischen wir die Boden... Ah, nee, die auf dem Boden erwischen wir nicht, okay. Ja, dieser Kollege hier, die Waffel hat auch ein anderes Angriffsmuster. Es schießt nicht mehr alle Richtungen gleichzeitig, sondern wechselt sich ab. So, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das schwerer oder leichter ist. Oh oh. Oh oh. Komm schon, du hast nichts mehr. Gott, bist du tanky. So, schießen, 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 schießen. Ich glaube, das ist der dritte Parry, oder? Ja, yep, müsste sein. Okay. Ich setze meine Ult noch nicht ein. Das wäre sonst zu schade. Sehr schön. Unsere Ult setzen wir jetzt gleich ein. Ah, ich habe versucht, vielleicht noch den Pinken zu parryen, aber hat jetzt leider nicht geklappt. Na gut. Wir haben die drei Parries. Jetzt müssen wir nur Katy Perry erledigen. Oh Gott, dieser Spruch war schlecht. Sieht die aus wie Katy Perry? Ich weiß selber nicht, wie Katy Perry aussieht. Wer ist das? So. Okay. Ausweichen. Okay, okay, okay. Der Kopf ist viel schneller unter Six. Das war cool. Das war cool. Okay, das war cool. Bitte stirb jetzt. Yes! Oh, war das cool. Habe ich meine Ult oft genug eingesetzt? Oh nein, das war, glaube ich, nicht cool. Komm schon, das war ein cooler Versuch, Mann. Zeitlich haben wir es locker geschafft. Parry? Supermeter? Yes! Oh, das war gut, Mann. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Boss. Yes! Oh, dieses Level hat zu viele Fluggegner. Eigentlich nur zwei Stück, aber das ist einer mehr als auf der letzten Insel. Lass uns erstmal diesen Typen hier erledigen. Let's go, Mr. Jimmy the Great. Jetzt, wo der Weapon Swap Glitch nicht funktioniert, habe ich großen Respekt vor der letzten Phase. Das wird ziemlich ekelhaft, Mann. So, er fängt an, mit seinem Geschirr zu werfen. Alles klar. Oder seinem Schatz. Uff. Okay, das war der zweite Parry. Und kommt da gleich der dritte? Da ist der dritte, aber ein bisschen daneben geworfen, Mann. Am Aiming müssen wir noch arbeiten. Gut. Zweimal geparried ist auch super in Ordnung. So, was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall alle Gesichter zu zerstören bei den Säulen, weil das macht der zweiten Phase auch nochmal ordentlich Damage. Und ich setze auch meine Ult ein. Let's go. Boom. Das macht auch nochmal Damage. So. Ihr werdet gleich sehen, die zweite Phase wird super wenig Leben haben. Oh, sogar noch eine Säule mit zwei Gesichtern. Das läuft ganz gut, Mann. Let's go. Er müsste jetzt wenig Leben haben. Er dürfte jetzt nicht mehr so viel aushalten. Komm schon. Und? Wie viel hast du noch? Wie viel hast du noch? Wie viel hast du noch? Hä? Wie viel hast du noch? Wie viel hast du noch? Okay. Das war schneller, oder? Ich glaube, das war schneller. Ich hoffe, das war schneller. So, jetzt kommt Pinocchio, a.k.a. Markman. Da müssen wir bei der Mütze aufpassen, Mann. Die ist super ekelhaft und nervig. So. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Scheiße. Okay, ich hoffe, die Mütze bleibt hier oben. Na, ah, die bleibt da unten. Scheiß Position. Okay, das war ein Parry. Zwei Parry. Und drei Parry. Let's go. Setzen wir die Ult einfach ein, Mann. Scheiß drauf. Die letzte Phase müssen wir dann irgendwie mit Skill überwältigen. So, ich meine, wir haben ja fast die Ulti aufgeladen. Die ist ja fast aufgeladen. So, hier müssen wir uns jetzt konzentrieren. Ich habe nie, also keinen Plan, wo ich stehen muss, wenn diese Dinger hier... Oh nein, ich werde getroffen. Doch nicht. So. Okay, wo muss ich jetzt stehen? Ich glaube, hier. Okay, sieht so aus. Komm schon, stirb, Mann. Stirb, stirb, stirb. Ich glaube, ich muss hier stehen. Komm schon. Komm schon. Okay, das hat zeitlich bestimmt nicht gepasst, oder? Oh, ich glaube, das hat zeitlich nicht gepasst, Mann. Verdammte Scheiße. Oder? Komm schon. Das war gut. 2:06, Mann? Scheiße. Oh, es ist doch ein S. 2:06, alles klar. Man muss also keine goldene Zeit haben. Oh, Mann, wir haben es geschafft. Yes. So, Beppi, sei tätig zu mir, okay? Ich entschuldige mich für die ganzen Glitches, aber nichtsdestotrotz werde ich dich trotzdem zerstören.
So, mit dem Smoke Dash kann man auch durch und durch dashen. Das ist ziemlich cool. Okay, und Feuer? Verdammt nochmal, ich glaube, das hat zeitlich jetzt nicht gepasst, Mann. Okay, leider haben wir keine pinke Ente bekommen. Das heißt, die Parries müssen wir jetzt alle hier vollziehen. Und ich weiß nicht, ob die Nase als Parry zählt. Manchmal gibt es hier Stuff bei Bossen, die nicht zählen. Das ist ziemlich merkwürdig. So, setzen wir mal unsere Ult ein. Sehr gut oder so. Oh, das hat nicht geklappt. Ich weiß es nicht, Mann. Das waren aber auf jeden Fall jetzt zwei Parries erst, oder? Na gut, die Nase haben wir auch erwischt. Ich habe noch nie so ein Hufeisen erwischt, Mann. Ich habe noch nie ein Hufeisen geparried. Das wäre aber auf jeden Fall mein erstes Mal. So, hoffen wir einfach mal, dass ich jetzt, dass die Nase gezählt hat, hä? Na gut, jetzt bin ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen. So, bevor ich Angst habe, sind diese Pinguine, die auftauchen werden in der letzten Phase. Die muss ich auf jeden Fall mit meiner Ulti zerstören, glaube ich. Aber ich muss es natürlich so timen, dass das Ding nicht angefahren kommt und mich erwischt. So, Beppi. Genau, man kann ihm jetzt schon Damage machen. Sehr gut. Sehr gut. Und da kommen jetzt diese Mistviecher. Oh, die kann man, glaube ich, nicht zerstören, während sie gerade am Rollen sind, oder? Oh, nein. Oh, aber jetzt sind sie weg. Okay, sehr schön. Vielleicht passt das ja. Vielleicht passt das ja, Mann. Komm schon. Komm schon, Beppi, geh down. Yes! War das ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe bei dem. Puh. Aber ich glaube, das hat gesessen, oder? Zeitlich ja, Parries ja, Ulti haben wir auch oft eingesetzt. Ja, das ist ein Ass, Mann. Das heißt, als nächstes knüpfen wir uns Wally Warbles vor. Ja, der ist ein gutes Ziel. So, Wally Warbles ist auf Expert auf jeden Fall ziemlich gemein und man muss sich konzentrieren. Auf dem Bildschirm ist nämlich sehr, 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 sehr viel zu viel los. Okay, Konzentration. Da schießt er jetzt aus seiner Hand. Gut, seine Eier sind das Schlimmste, Mann. Den kann man nicht mehr so leicht ausweichen. Wie auf normal. Ja, sehr gut, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Komm schon. Wir müssen Zeit sparen. Wir müssen Zeit sparen. Wir müssen super aggressiv spielen. Oh, das hat sogar gut geklappt. Oh, jetzt aber Abstand halten, weil der ziemlich aggressiv ist. So. Ja, bleibt da unten. Wenn er unten ist, kann man von oben sehr easy ihn mit einer Bombe erwischen. Okay, hier ist unsere Ult. Die setzen wir auch direkt ein. Let's go. Puh. Hoffentlich wird die nächste Phase dann wenig Leben haben. Oder wir laden unsere Ult wieder auf, Mann. Oder wir laden unsere Ult wieder auf. Na, sieht schlecht aus. Wir werden sie nicht aufladen. Wobei, wir könnten sie eigentlich perfekt... Nein, 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 nein. Wie oft habe ich jetzt geparried? Ich habe nicht mitgezählt, Mann. Aber das sollte jetzt genug sein, oder? Das sollte genug sein, Mann. Okay, ich will meine Ult jetzt nicht gegen ihn einsetzen, weil... Die letzte Form wird super ekelhaft. Die wird super ekelhaft, die letzte Form. Deswegen will ich es nicht einsetzen. Aber wir parryen einfach mal. Yes, okay. Jetzt haben wir für die letzte Form die Ult, die super wichtig ist. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Okay, er fängt damit an. Okay, wir setzen unsere Ult ein. Das ist mir ein bisschen zu heftig hier gerade. Das ist mir gerade ein bisschen zu heftig, was abgeht. So. Das dämliche Herz. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Da ist noch was Pinkes. Hab leider nicht geschafft zu... Warte mal. Komm schon, der hat nichts mehr. Okay, hat das gereicht, Mann? Zeitlich wäre es vielleicht ein bisschen problematisch. Gucken wir mal. Nice. Jetzt fehlt doch nur noch der Drache, oder? Auf dieser Insel. Ja, let's go. Das Problematische bei diesem Drachen wird jetzt das Parryen sein. Denn die einzige Parry-Möglichkeit, die du hast, sind seine Augen. So, und außerdem bewegt sich auch noch die Ebene, falls ihr es nicht bemerkt habt. Das macht das Ganze auch nicht gerade einfacher. So, okay, da kommen die Augen. Da kommen die Augen, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kommen nochmal die Augen. Damit haben wir die drei Parries voll und er macht noch einen. Okay. Setze ich meine Ult ein oder nicht, Mann? Ich glaube, ich spare sie auch für die zweite Form. Da kann man die Ult viel besser einsetzen, hoffe ich. So, komm schon. Geh in die nächste Phase. Das gibt's doch nicht. Oh, das hat zeitlich wahrscheinlich jetzt nicht gereicht, Mann. Ich hätte schon längst tot sein müssen, oder? Ja,
den Drachen kann man jetzt nicht mehr außerhalb des Bildschirms attackieren. Das ist jetzt ein bisschen blöd. So, setzen wir die Ulda ein. Und werden hoffentlich nicht erwischt, Mann. Sehr gut. Schön. Uiuiuiui. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, er ist tot. Das ging erstaunlich schnell. So, jetzt müssen wir diesen Scheiß hier erledigen. Okay, da ist es natürlich ein bisschen problematisch, jetzt von diesem Feuer hier auszuweichen. Oh, scheiße. Nein, das darf nicht passieren, Mann. Okay, er macht den Flammenwerfer. Ist da was anders bei dem Flammenwerfer? Macht er es dreimal vielleicht? Oder ist alles gleich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Komm schon. Okay. Unsere Ult ist ready, aber die will ich irgendwie noch nicht einsetzen. Da mache ich mir zu viele Sorgen. Okay, jetzt kann man es machen. Nein, kann man nicht. Ich bin tot. Er ist tot. Yes! Tut mir leid, Mann. Ich bin ziemlich aufgeregt und rede in doppelter Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Nicht nur die Bosse werden schneller, sondern ich werde beim Reden schneller, Mann. Scheiße. Das war's, oder? Uff. So, ich kann euch ja sagen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um die ganze Insel hier zu clearen. Und zwar nehme ich jetzt 1 Stunde und 35 Minuten auf. Oh, Mann, ey. Sehr schön. Damit hätten wir die zweite Insel auch geklärt, nicht wahr? Die erste Insel? SSSSSPP. So, dann haben wir noch die dritte Welt und das Finale vor uns, nicht wahr? Puh. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst eine Bewertung da, das freut mich sehr. Ist wie ein kleines Putt-Putt, dass ich es geschafft habe. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Heilige Scheiße.